Sie sind hier, 27. Juli 2018, 5.43 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Paulina Käthe Krumbiegel, 2. VR erzielte bei der EM bisher 2 Treffer. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen U19-Frauen träumen bei der EM in der Schweiz weiter vom ganz großen Wurf. Im Halbfinale ab 13.55 Uhr live auf Sport 1 wartet nun Norwegen. Der Traum lebt. Die deutschen U19-Frauen dürfen bei der EM in der Schweiz weiter auf den ganz großen Wurf hoffen. Auf das Team von Trainerin Maren Meinert wartet im Halbfinale nun allerdings mit Norwegen ab 13.55 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Stream ein ganz harter Brocken U19-EM Deutschland. Norwegen live auf Sport 1. Schließlich schnappten sich die NordeuropäerInnen mit 2 Erfolgen den Sieg in der Gruppe A und ließen dabei Titelverteidiger Spanien hinter sich. Deutlich spannender gestaltete sich die Konstellation in der deutschen Gruppe. In Jena hatten nach den 3 Gruppenspielen zum Abschluss bezwangen die DFB-JuniorInnen Italien mit 2:0, 3 der 4 Mannschaften 6 Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz durfte sich Deutschland am Ende über Platz 2 hinter Gruppensieger Dänemark freuen. Für die NiederländerInnen kam dagegen das Bittere aus. U19-Frauen hoffen auf Krumbiegel gegen Norwegen. Ruhen die Hoffnungen nun vor allem auf Torjägerin Paulina Käthe Krumbiegel, die bereits gegen Dänemark und Italien je ein Tor erzielte. Im zweiten Halbfinale treffen Spanien und Dänemark aufeinander. Derzeit ist Deutschland mit 6 Titeln Rekord-Europameister. Das aktuelle Team würde diese Erfolgsserie nur zu gerne ausbauen. Punkt. Sollte Deutschland das Finale am Montag erreichen, würde Sport 1 auch diese Partie ab 18 Uhr live im Free TV übertragen.